Hallo liebe Elbkick-TV-Zuschauer, ich sitze hier heute mit Arnel Besic und wir tippen heute den 27. Spieltag der Landesliga Hansa. Los geht's, am Freitag um 19.30 Uhr euer Spiel MSV Hamburg gegen Türkei. Was tippst du da? Also da würde ich ein 3-1 für uns tippen, weil wir zurzeit den Uno Thyssis haben wieder. Und einen Torschützen auch noch? Uno Thyssis. Um 19.30 Uhr Ham United gegen Vorwärts Wacker. Was tippst du da? Also da würde ich ein 4-2 tippen für den Ham United. Also mein Kunkel hat ja auch gegen uns getroffen damals. Und wenn er gut drauf ist, trifft er auch hier zweimal. Dann noch am Freitagabend Concordia gegen Altenwerder. Da würde ich jetzt auf ein 4-1 für Cordi tippen. Altenwerder, ja, nicht so stark, aber Cordi, da würde ich ein 4-1 tippen. Und die letzte Partie am Freitagabend, Basbüttel gegen Altengamme. Also da würde ich ein 3-3 tippen. Also Altengamme, einfachen Fußball, Basbüttel auch technisch versiert, also 3-3 würde ich da tippen. Dann geht's weiter am Samstag um 14 Uhr, Lohbrügge gegen SV Wilhelmsburg. Also als Lohbrügge gegen uns gespielt hat, also ich würde hier ein 4-2 tippen für Lohbrügge. Also sind nicht schlecht drauf. Am Sonntag um 10.45 Uhr, die beliebteste Zeit, Rahlstedt gegen Schwarzenbeek. Also da würde ich ein 1-5 tippen für Schwarzenbeek, weil Rahlstedt letzter ist und Schwarzenbeek Tore machen kann. Also 5-1 für Schwarzenbeek. Torreicher Spieltag. Kosovo gegen Buxtehude. Also da war es letztes Mal schon knapp, da haben sie unentschieden gespielt. Aber diesmal würde ich sagen 2-1 für Buxtehude. Ein Torschützen? Schröder, weil er trifft ja eigentlich normalerweise. Und die letzte Partie, FC Bergedorf 85 gegen Süderelbe. Da würde ich ein 4-1 für Süderelbe tippen, weil die zurzeit sehr stark sind.